Heute Nachmittag in Aumühle bei Hamburg. Trauerfeier für den ehemaligen Großadmiral der Kriegsmarine und Reichspräsidenten für 23 Tage, für den Nachfolger Hitlers, Karl Dönitz. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Karl Dönitz ist 89 Jahre alt geworden und an Heiligabend gestorben. Bis zum Schluss war er umstritten und seine Beerdigung löste so etwas wie Unsicherheit und Betretenheit aus. Die einen werfen ihm den Tod vieler U-Boot-Fahrer vor, andere sind ihm dankbar, weil er bei Kriegsende Millionen Deutsche vor der russischen Armee gerettet hat. Von der Beisetzung in Aumühle bei Hamburg berichtet Norbert Harlinghausen. Es war zu erwarten, dass der letzte Oberbefehlshaber und Präsident des untergegangenen Reichs, dass der Großadmiral Karl Dönitz ein großes Begräbnis haben würde. Tausende waren bereits am Morgen zum Waldfriedhof Aumühle gekommen, um mit ihren Namen Präsenz zu melden und dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und diesen letzten Ehrenbeweis meinen sie ehrlich. Für die meisten von denen, die nach Aumühle kamen, war der Karl Dönitz zunächst Soldat, einer der bedeutendsten deutschen Marinekommandeure und ein Patriot. Und nur das. Da ist aber auch Vergangenheit zur Stelle, unbewältigte und unverständliche Vergangenheit, die sich aus einem unwirklichen, aber doch realen Kerker in Erinnerung bringt. Wie unscharf diese Vergangenheit werden kann, sieht man hier. Der Mann, der wegen Kriegsverbrechen in Italien lebenslang in Festungshaft sitzen wird, heißt Walter, nicht Werner Reeder. Die Grenze sind Bekundungen treuer Kameradschaft, des Respekts vor dem Soldaten und der Achtung auch von draußen und Grüße von Namensvettern aus Amerika. Für das Ereignis war die Bismarck-Kapelle zu klein. Ehemalige Offiziere hielten die Ehrenwache dekoriert mit dem Ritterkreuz. Das Ordenskissen dokumentiert Tapferkeit und Rang des Großadmirals. Es weist zugleich darauf hin, dass diese Geste hier privat ist. Die Bundesregierung hat mit verständlichen Argumenten das Begräbnis nicht zur Kenntnis genommen. Für diese mögen solche Argumente bestreitbar sein. Sie sehen in Karl Dönitz den tapferen Mann, der nichts als seine Pflicht getan hat fürs Vaterland. Dass Pflichterfüllung in den Konflikt mit dem Gewissen geriet, dass Vaterland und Führer nicht deckungsgleich gewesen sind, das ist ihr Problem. Und es war das Problem des Karl Dönitz. Österreich, haben Sie mich mal gefragt, wie wir uns vorkommen. Und dass nicht eben alle Soldaten einen Toten in diesem Gewissenszwist zu Grabe trugen, bewies der Oberst Rudel, der in Aumühle Autogramme unters Volk brachte. Aber Karl Dönitz ist dennoch würdig zu Grabe getragen worden. Es war ein Begräbnis, zu dem sich Kameraden trafen, alte Soldaten. Aber diese Beisetzung war eben auch ein Hinweis auf ein tragisches und düsteres Kapitel deutscher Geschichte, in der Karl Dönitz nach seinem Verständnis und nach seiner Überzeugung nichts anderes getan hat als seine Pflicht. Wohl wissend, dass die Nachwelt es sich in ihrem Urteil über ihn so leicht nicht machen wird.